Rekordergebnis bei Munich Re, Rekordergebnis bei Allianz, Rekordergebnis bei Talangs. Vor Weihnachten hat auch jeder in der Versicherungsindustrie rumgejammert und richtig Angst gehabt, geht unsere Bilanz baden. Wenn man heutzutage auf die Bilanzen guckt, sieht es nicht ganz danach aus. Willkommen zu Finletter Nummer 2. Ziel von mir ist, nicht so viel zu reden wie letztes Mal. Also herzlich willkommen zum Finletter. Wir brauchen Feedback. Ja. Wir brauchen euer Feedback zum Newsletter und das wollen wir gerne hören. Und dazu gibt es in jedem Newsletter unten so 3 Links. Hat mir gefallen, ging so und lieber nicht so meins. Und wenn ihr da einfach mal draufklicken würdet, würde uns das helfen. Genau, oder schreibt uns einfach bei LinkedIn oder auch E-Mail und lasst einfach wissen, ist das, was wir hier veranstalten, für euch wirklich von Mehrwert oder nicht. Die Öffnungszahlen sagen ja, aber wir hätten gerne so ein bisschen qualitatives Feedback von euch. Das wäre cool. Ja, und jetzt würde ich sagen, geht's los, oder? Ja. Was geht bei dir in der Welt des Digital Banking und Fintech? Also ich würde sagen, das Thema des Monats ist die Social Card gewesen. Okay. Wird rauf und runter diskutiert in den ganzen großen Medien, die Social Card. Also was ist passiert? Was ist das? Genau, es ist eine Bezahlkarte für Menschen, die Sozialleistungen bekommen, aber kein Konto haben. Und das sind in allererster Linie Geflüchtete. So, und wie hat man das früher gemacht? Bargeld in der Tüte. So, und das wird digitalisiert. Grundsätzlich natürlich eine gute Idee, glaube ich, weil Bargeld und so bin ich sozusagen in dem Fall nicht so der größte Freund. Aber es hat auch Diskussionen gegeben, was das Ganze denn soll. Aber da muss man unterscheiden. Es gibt so 2 Use Cases. Das eine ist, dass ein Gutschein digitalisiert wird. Also ein Gutschein, hier hast du 150 Euro, kauf dir was zu essen davon. Ja. Und es wird Geld für den persönlichen Bedarf digitalisiert. Damit kannst du da machen, was du willst. Und das kann man natürlich vermischen, denn bei diesen Bezahlkarten kann man so die Benutzung einschränken. Also du kannst einschränken, wie viel Geld kannst du in bar abheben. Du kannst das einschränken, in welche Postleitzahlgebiet du kannst das nutzen. Oder du kannst es auch einschränken und sagen, das wird zu essen gedacht, damit bitte kein Glücksspiel machen. Okay, oder Alkohol oder sonstige Geschichten. Das kann man nicht so richtig verhindern. Nee. Bei Rewe gibt es Haferflocken und Bier, so was die Leute unten kaufen, das kann man nicht verhindern. Und beide sind miteinander verwandt, ne? Hefe, Haferflocken, Bier. Ja. Gut, jetzt sind die Brauer unter uns, werden wahrscheinlich jetzt ausflippen. Was nochmal ganz kurz zusammengefasst, was sind Pro und Contra von diesen beiden, von dieser Geschichte? Naja, die Frage ist halt, wer profitiert davon? Also es kommt von der Verwaltung, das ist Ländersache und die wollen natürlich schlankere Prozesse haben, weil dieses Bargeld ausgeben, aufbewahren, austauschen, das ist natürlich nervig. Genau, ich glaube, das ist für die Menschen auch nervig, weil die müssen da hingehen und ihr Bargeld abholen, das muss man nicht mehr. Aber die Frage ist, so das Kontra ist, ich glaube, dass die Menschen jetzt in der großen breiten Diskussion alle, nicht nur die Geflüchteten, sondern Angst haben, dass sie, wenn sie digital bezahlen, mit ihrem Geld nicht mehr das kaufen können, was sie kaufen digitaler wollen. Euro, also Social Card heute, digitaler Euro morgen. Ja, ich glaube, das gehört zusammen. Also ich glaube nämlich, dass diese Diskussion um die Social Card im Kontext zu sehen ist, was macht eigentlich der digitale Euro, was machen wir eigentlich, wenn wir kein Bargeld mehr in unserer Gesellschaft haben und noch digital bezahlen können, wie regeln wir das eigentlich? Und ich glaube, diese Diskussion ist überfällig. Alright, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Und lasst uns auch in den Kommentaren wissen oder auch per Mail, was ihr davon haltet. Ja, wir haben 2 große Nachrichten, eine kleine, eine große. Wir fangen mit der kleinen Nachricht an. Wir haben Assurance ist mal wieder gekauft worden, hat die Nürnberger ja sich einverleibt und jetzt weiterverkauft an den großen Makler, an Helmsauer. Shoutout to you guys. Das Interessante ist einfach Symbol von vor wenigen Jahren gestartet, gehypt, einer der ersten gewesen, auch der mutigsten natürlich überhaupt, das alles anzufangen. Dann verkauft, jetzt wieder verkauft. Das ist auch das Interessante. Wer kauft sich das, dass so ein Makler sich halt denkt, anstatt dass ich diese ganze IT mir selber hinstelle, kaufe ich mir doch lieber so einen Omnikanal-Anbieter selber und spare mir die ganze Zeit. Und das ist das Interessante. Es gibt auch den einen oder anderen Experten, der sagt, Insurtech hat sich gar nicht gelohnt, weil alles dramatisch. Funding ist total desaströs zurzeit und so richtige Marktanteile haben die ja nicht gewonnen. Aber was man schon sieht, ist einfach, dass sich die Versicherer verändern, dass sich Makler verändern. Ja, warte mal, was macht Assurance denn überhaupt? Assurance ist quasi als Direktversicherer gestartet. Ja. Hat auch ganz viel Technologie gebaut, um selber ganz viele Versicherungen verkaufen zu können. Das hat dann nicht so geklappt. Nürnberger hat es gekauft. Und jetzt quasi benutzt es ein Makler, der sehr stark auf physischen Vertrieb, auf viele Menschen gesetzt hat, traditionell. Und jetzt hat er quasi einen riesengroßen Omnikanal-Anbieter, der alles Mögliche kann, direkt an Anschlussstrecken und so weiter. Aber das ist nur nach dem 1. Aber ist das eine Trophäe oder ist das richtig so ein Asset? Ich denke, das ist ein digitales Asset, was die sich kaufen, um eben Entwicklungskosten zu sparen. Und dann lieber was, ist ja so, wenn ich ein Auto gehe, auch lieber kaufe ich ein Auto, statt irgendwie das Auto selbst zu entwickeln. Ich glaube, so ein bisschen die anderen, wenn ich noch Kutschen fahre. Wobei jetzt physische Vertrieb jetzt keine Kutschen sind. 2. große Nachricht. In letzter Zeit trudelten ganz viele Jahreskennzahlen der unterschiedlichen Versicherer an. Rekordergebnis bei Munich Re, Rekordergebnis bei Allianz, Rekordergebnis bei Talangs. Vor Weihnachten hat auch jeder in der Versicherungsindustrie rumgejammert und richtig Angst gehabt, geht unsere Bilanz baden wegen Schadeninflation, wegen Krisen, Krieg, Klimaschutz, Klimawandel, pipapo. Und wenn man heutzutage auf die Bilanzen guckt, sieht es nicht ganz danach aus. Also der Versicherungswirtschaft geht es besser denn je. Und das ist vielleicht auch eine coole Sache. Die Hauptfrage, die sie mich stellt, ist das eine Momentaufnahme? So nachgelagerte Post-Corona-Effekte, wo so nicht so viele Schäden stattgefunden haben? Ist es Sondereffekte oder ist die Versicherungsbranche total fit? Oder ist es irgendwie wie bei Kodak, hat ja auch sein Rekordjahr gehabt oder He-Man hat sein Rekordjahr gehabt, wo sie abgestürzt sind? I don't know.
Da war im Banking irgendwie, so den Banken geht es ja auch ganz gut irgendwie, da ist die Ursache klar irgendwie, die Zinsen sind ja klar. Geht das für die Versicherung auch irgendwie? Probleme ist, Zinsen steigen ist ganz gut für die Kapitalanlageseite und Solvency, wobei ich jetzt ja kein Solvency-Experte bin. Und das Problem ist allerdings auch, dass du noch viele Produkte in deinem Bestand hast quasi, die eine etwas andere Zinsstruktur haben. Das kann Probleme geben und das Problem ist die Inflation, die dazu führt, keine Ahnung, ein Haus brennt heute ab, dann die Versicherung muss es dir neu hinstellen. Das hat früher vielleicht 500.000 gekostet, jetzt kostet 750.000, du zahlst aber noch Beiträge, wie es alle anderen, als ob es noch 500.000 kosten würde. Deswegen gehen wir auch fest davon aus, dass die Versicherungsbeiträge explodieren werden. Und zwar nicht, weil die gierig sind, sondern einfach aufgrund der sogenannten Inflation. Und wenn ein Versicherer zu knapp kalkuliert hat und quasi die Kohle noch nicht über die gestiegenen Zinsen reingeholt hat, aber die sehr hohe Kosten plötzlich auf ihn zurollen, wie so eine Lawine, ja, dann kann man schon in Schwierigkeiten geraten. Genau, wir freuen uns auf einen wahnsinnig spannenden Finletter. Schaut euch wirklich an, was da unten ist. Wir haben Top-Voices, Top-Interviews, Top-Artikel. Genau, vielen, vielen Dank. Dankeschön.